Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phantasmagoria Teil 1. Werden wir jetzt mal da vorne Mike, obwohl bevor wir den Telefonmann anquatschen, holen wir uns natürlich wieder mal eine Weissagung. Das Böse ist hier. Finde dein Seelenheil. Hier steht Erlösung und nicht Seelenheil, okay. Hi Mike. Oh, hi. Ich will nur meinen Job erledigen. Ich bin hier so schnell wie möglich weg. Mike, ich möchte mich entschuldigen. Für Dawn. Er ist... in letzter Zeit nicht er selbst. Oh, Sie müssen nichts sagen. Ich will nur nicht in Ihren Streit verwickelt werden. Das ist alles. Ich weiß. Ich verstehe das. Gut, ich glaube, Sie sollten jetzt weiterarbeiten. Ja. Ja, machen wir uns jetzt mal auf zu Malcolm wieder. Wir haben ja das Foto von ihm hier. Damit werden wir hoffentlich wieder durchgelassen. Schaue ich nochmal in der Scheune nach, ob die anderen noch da sind. Sieht nicht danach aus. Doch, da sind sie. Harriet? Oh, ich sehe, Sie haben uns also erwischt. Wohin geht ihr? Sieht man das nicht? Wir gehen! Verdammt nochmal, weg von hier! Aber ich dachte, ihr bräuchtet den Job und einen Ort zum Leben. Naja, ich wollte nichts sagen erst, aber jetzt, wo Sie hier sind, ich habe letzte Nacht Ihren Mann getroffen und jetzt, er hat mich und meinen Jungen bedroht. Und er sagte, Cyrus und ich, wir würden im Dachstuhl hängen, wenn wir nicht verschwinden. Und ich glaube ihm. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Irgendwas ganz Böses geht hier vor. Ich kann es nicht beschreiben, aber es existiert. Was existiert? Das Böse. Wenn Sie nur ein bisschen Vernunft haben, junge Dame, dann gehen Sie auch. Harriet, könnt ihr eure Meinung nicht ändern? Ich rede mit Dawn. Also, nehmen Sie es nicht persönlich. Sie können nichts dafür. Cyrus und ich müssen gehen und dabei bleibt's. Cyrus? Du willst nicht gehen, oder? Ma sagt, wir haben... Junge, genug geplappert. Geh zurück an die Arbeit. Tja, da kann man wohl nichts machen. Nipper Wumse, herzlich willkommen. Ja, wir klappern wieder mal die Geschäfte vorher ab.
Vielleicht haben wir einen neuen Eintrag im Buch. Ne, immer noch das Benefizteil. Schade, schade. Vielleicht weiß sie was Neues. Hi Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh nichts, ich schaue mich nur um. Okay, sagen Sie... Ja. Dann eben nicht. Mal schauen, was der Makler macht. Geschlossen. Sehr gut. Ah, auch geschlossen wegen Samstag. Okay. Dann auf zu Malcolm. Ja, was wollen Sie? Also? Bitteschön. Hier, ich wollte dieses alte Foto Malcolm geben. Ich habe es auf dem Kanu-Waschbesitz gefunden. Mhm. Es ist ein Foto von Kanu und Malcolm. Sehen Sie die Rückseite? Sehen Sie Malcolm als kleiner Junge? Bitte, ich muss unbedingt mit Malcolm sprechen. Es ist wichtig. Eine Minute. Malcolm will Sie sprechen. Andere CD dafür, okay. Sie ist da, Malcolm. Setzen Sie sich. Ich kann mich an dieses Bild erinnern. Ich war ein 10-jähriger Bengel. Kano war mein Held. Damals. Ihr Held? Ja. Ich weiß, was du in diesem Foto gesehen hast. Gesehen? Ja. Das Böse. Es ist wieder da. Und mein Ehemann? Für ihn kann es vielleicht schon zu spät sein. Was? Junge Frau, setz dich. Ich habe etwas zu erzählen. Na endlich, jetzt kommt des Rätsels Lösung. Erzähl uns alles. Kano und seine erste Frau haben ihn adoptiert. Zu dieser Zeit war er ein guter Mann. Respektiert, geliebt, bewundert. Das alles endete sich, als ihm das Buch in die Hände fiel. Dadurch hat er einen Dämon befreit. Ein Wesen, das so böse war. Das ist kein Name. Mit Worten nicht zu beschreiben. Dieses Ding ergriff Besitz. Es gab Kano große Macht.
Sein Ruhm und sein Besitz wurde größer. Aber er war verflucht. Er liebte seine Frau Hortensia und ihre gemeinsame Tochter. All das endete sich. Er wurde gewalttätig. Ich habe keine Beweise, aber ich glaube, er hat beide getötet. Ich glaube, er hat alle seine Frauen getötet. Was passiert in der Nacht, in der Kano und Maria starben? Kanos Tage waren gezählt, als sich Marie mit seinem Requisiteur Gaston Warwick verbündete. Marie verdächtigte Kano, grauenhafte Dinge vollbracht zu haben, da sie das nächste Opfer sein würde, schmiedete sie mit Gaston einen Plan, einen großen Plan. Kano hatte ein neues Stück, ein erstaunlicher Entfesselungstrick. Aber sie manipulierten die Maschine. Kano konnte nicht fliehen. Sie glaubten, sie würden ihn töten. Fast hatten sie es geschafft. 2 Wochen lang war Kano im Koma. Aber dann, eines Nachts, wachte er auf und schwor Rache. Ich sah Kano Gaston in sein Theater schleppen. Dort beobachtete ich, versteckt in den Geheimgängen, wie Kano den armen Mann verstümmelte und ihn sterbend zurückließ. Jetzt war Marie an der Reihe. Von Rache erfüllt startete Kano diese teuflische Maschine, das Höhlenwerkzeug, und mit meinen eigenen Augen vergessen. Der arme Gaston starb. Seine letzte heroische Rolle. Zu meinem Entsetzen sah ich dann einen Dämon. So muss ich es nennen. Kanos Körper verlassen und durch den Boden verschwinden. Ich wusste, wohin er ging. Kano wusste es auch. Ich wollte weglaufen, zögerte aber, als ich sah, dass Kano dem Dämon an dessen Aufenthaltsort zu folgen schien. Ich kam gerade rechtzeitig, um Kano die Kiste, in der das böse Buch aufbewahrt war, wegschleppen zu sehen. Kurz bevor er die Kapelle erreichte, stolperte er zum letzten Mal. Er bekreuzigte sich offensichtlich. Offensichtlich wollte er seinen Frieden mit Gott schließen. Ich nahm die Kiste mit dem Buch und, wie ich annahm, mit dem Dämon, trug sie in die Kapelle. Ich weiß wirklich nicht, was ich zu tun habe. Irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ich würde dieses verfluchte Böse einschließen, wie ich hoffte, für immer. Nachdem ich die Kapelle
Das Nadel schleppte ich Carnos Körper zurück in seine Geheimkammer, wo er jetzt liegt. Carno ist nicht in seiner Gruft? Nein, nein, dort liegt Gaston Warwick. Er war derart verstümmelt, dass alle dachten, es wäre Carno. Ich jagte nichts. Ich ließ sie denken, was sie wollten. Was ist mit dem Dämon? Der Dämon. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. Er muss irgendwie befreit worden sein. Mein Gott! Don! Was können wir tun? Die einzige Antwort ist dieses verfluchte Buch. Nur damit können wir die Kreatur dahin schicken, wo sie herkam. Auf die andere Seite. Du hast es gesehen. Ja. Das dachte ich mir. In Ordnung, junge Frau. Du bist der einzige Mensch, der das tun kann. Die Seele deines Mannes ist gefangen. Und ich bin nicht sicher, ob ihm geholfen werden kann. Aber wenn du dich irgendwie dem Dämon nähern kannst, können wir Folgendes versuchen. Du brauchst das Buch, einen sakralen Gegenstand, den Stein von Hammurabi und das Blut eines Lebenden ein. Nimm das Buch und... CD6. Das war ein bisschen abrupt gerade gewesen, das Ende. Seltsam. Nun denn, wir brauchen auf jeden Fall jetzt diese 4 Gegenstände, das Buch, diesen sakralen Gegenstand, diesen bestimmten Stein von Nabuki oder wie der hieß, und Blut eines Lebenden. Dann machen wir hier wieder beim Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.